meine liebe Damen. Heute ist das Thema schöne Füße. Das Thema ist eingewachsene Nägel. Das ist natürlich eine Volkskrankheit. Wie kann man eingewachsene Nägel verhindern? Thema 1 natürlich, entweder hat man es schon von Haus aus gerne, dass die Nägel einwachsen, aber meistens ist das Problem, dass man zu enge Schuhe anzieht. Das natürlich berücksichtigen, dass die Schuhe vorne nicht zu fest drücken. Und das andere, wenn man eingewachsene Nägel hat, auf jeden Fall eine professionelle Hilfe holen. Bitte nicht selber experimentieren, weil es einfach sehr, sehr massiv ausarten kann. Bis zu Entzündungen, bis zu blutigen Zehennägeln und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Im schlimmsten Fall, dass man sogar im Krankenhaus das behandeln müsste, weil man einfach als Kosmetikerin oder medizinische Fußpflegerin da nicht mehr weiterkommt. Die Kosmetikerin behandelt die eingewachsenen Nägel entweder mit einer Spangentechnik. Das ist eine spezielle Technik, wo die Nägel, die eingewachsene Partie einfach hervor, nach oben ein bisschen geschoben wird. Geschlossene Schuhe ist dann auch so ein Thema, Pilz ein bisschen. Wie kann ich Pilz vorbeugen und wie kann ich Pilz behandeln? Da gibt es auch mittlerweile ganz tolle Produkte, das ist von der Firma Gewohl. Das Pilzmittel, wo man dann auch binnen 3 Wochen den Pilz in den Griff bekommt. Und das nächste Thema, wie kann ich Hornhaut beseitigen oder wie kann ich Hornhaut selber zu Hause behandeln? Unter der Dusche mit dem Hobel, zack, zack, das ist in einer Minute erledigt. Anschließend dann einmal am Tag kurz eincremen, das ist auch in einer Minute erledigt. Und da gibt es auch ganz tolle Sachen, wo man zu Hause schnell anwenden kann. Aber es ist natürlich immer dauerhafte Pflege. Wird empfohlen, einmal in der Woche oder einmal im Monat ist natürlich viel zu wenig. Eine regelmäßige Pflege ist heißt schöne Füße. Danke, bis zum nächsten Mal.